Ein herzerfrischendes Guten an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendell für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Sniper Elite 3. Wir sind jetzt hier immer noch in dieser Felshöhle und müssen uns jetzt da irgendwie einen Weg rüberbahnen. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie man da rüberkommen soll. Schauen wir uns jetzt hier trotzdem mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, aber... Anmerkung zum Überleben. Nahrung. Für stets ausreichende Mengen an Wasser und Lebensmittelrationen... Achso. Führe stets ausreichende Mengen an Wasser und Lebensmittelrationen mit. Für den Fall, dass dir die Nahrung ausgeht, wirst du in der Wüste kaum entsprechende Nahrungsquellen finden. Wasser ist jedoch noch wichtiger. Du kannst mehrere Tage ohne Nahrungsaufnahme überleben. Halt da auch schon nach dem Wüstenkürbis, eine Schlingpflanze, die sich über den Boden erstreckt. Ihre Sprosse sind reich an Feuchtigkeit und ihre Früchte füllen den Magen, falls Nahrung und Wasser nicht zur Verfügung stehen. Super, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht lesen. Ich wollte jetzt hier gucken, wie wir da rüberkommen. Das ist ein Verbandskasten, das ist sehr gut. Dann haben wir auch mal wieder einen dabei. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, wie wir da rüberkommen sollen. Entweder ich habe da irgendwas übersehen, wovon ich jetzt mal stark ausgehe, dass ich irgendwas übersehen habe. Oder das soll so sein, dass wir da nicht rüber können. Ich habe da ja eine Vermutung. Und da gehen wir jetzt auch mal nach. Dazu müssen wir jetzt hier aber rübergehen. Zu der Position, wo wir vorher waren. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Sprinten können wir ja nicht mehr. Bin ein bisschen schade. Aber gut. Ah ja, wir sind hier hochgelaufen. Wir können aber auch hier mal gucken. Vielleicht kommen wir darüber. Das wäre zumindest ganz toll. Verlass das Schlachtfeld. Aha, da dürfen wir also nicht hin. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Dann weiß ich trotzdem immer noch nicht, wie das hier funktionieren soll. Wie gesagt, ich habe eine Vermutung, aber das muss ich jetzt auch erstmal bestätigen. Schaut ja auch so endriesig aus, dieses Areal. Gut, wir gehen jetzt hier erstmal wieder zur nächsten Flak. Ja, hier kommen wir ja auch nicht rüber, das haben wir schon festgestellt. Aber hier oben hat einer eine Panzerfaust fallen lassen. Vielleicht müssen wir mit dem Teil darüber schießen. Könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Oder so hoffe ich es, dass es so funktioniert. Wenn die Panzerfaust dann noch da ist. Yep, das ist gut. Ein Schuss. Der muss sitzen. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Das Teil reicht nicht aus, um die Flak zu zerstören? Jetzt ist es voll hochgehen müssen. Das ist jetzt richtig scheiße. Ich habe jetzt nach wie vor keinen Plan, wie es hier rüber geht und... Hier ist eine unsichtbare Wand. Hier kommen wir nicht runter. Also Leute, ihr seid echte Scherzkekse. Wie soll das funktionieren? Sieht nicht so aus, als ob wir hier auch irgendwie rüberkämen. Oder? Wo geht's denn hier lang? Aber ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist, oder? Nee, es ist nicht. Das ist auch nicht der richtige Weg. Also ich hatte jetzt gehofft, wenn wir mit der Panzerfaust auf das Teil schießen, dann geht's hoch. Wäre zumindest auch logisch gewesen, aber irgendwie... Meinte Spiel, nö. Das ist nicht so vorgesehen. Ein Zelt, was einfach leer ist, nice.
Hier ist auch nichts drauf. Super. Wie soll ich denn das jetzt machen? Bringt das hier irgendwas? Aha. Okay, ich verstehe. So soll es also funktionieren. Gut, da habe ich zu complicated gedacht. Hier war auch noch irgendwas. Ein Verband. Gut. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir da drüben auch irgendwie so einen Sprengfass finden. Weil hier über die Schlucht werden wir nicht rüber können. Gut, dann haben wir das Level hoffentlich geschafft. Das heißt, es streckt sich jetzt noch ewig lange dahin. Das wäre jetzt nicht so angenehm. Also es war bis jetzt eine sehr durchwachsene Aufnahme-Marathon bis jetzt. Nicht so wie in Assassin's Creed, als ich 3 Stunden am Stück aufgenommen habe, da wo es eigentlich relativ angenehm verlief, alles und so. Aber gut. Finde ich auch schade, dass er hier so langsam die Leiter runterklettert und nicht sich irgendwie so runterrutschen lässt, so wie in GTA 4. Ich bin mir da nie sicher, ob das jetzt in GTA 4 war oder in Assassin's Creed, aber ich glaube in GTA 4 war das. Da konnte man die Leiter so runtersliden und nice. Gut, also nochmal. Ich bin jetzt einmal vom Gegner gestorben und einmal, weil ich in eine Schlucht gefallen bin. Das ist ja mega nice. Voll toll. Wirklich. So, wir werden jetzt hier erstmal gucken. Wir werden den Verband aushören. Ganz toll. Ja, so kann man sich natürlich auch noch ein bisschen mehr Arbeit machen, wenn man einfach irgendwo runterfällt oder dann stirbt und wieder stirbt und stirbt und stirbt und vielleicht stirbt, 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 stirbt. Vielleicht doch mal sterben. Mal zur Abwechslung, damit es nicht so eintönig ist. Ich springe jetzt hier einfach runter, das wird mir jetzt hier zu doof. Finde ich gut, dass man den auch während der Bewegung anlegen kann. Finde ich ganz gut. Ich glaube, ich weiß, wie das jetzt hier funktionieren soll. Wir gehen jetzt hier mal rein. Und sehen uns da jetzt mal ein bisschen nochmal genauer um. Hier stand man vorher schon mal, ich weiß. Ich hoffe, dass das jetzt hier das fast meine Erlösung sein wird. Ja, ich glaube, das ist es. Nice, wir haben es geschafft. Es geht noch weiter? Krass. Ich habe gedacht, das wäre es jetzt gewesen. Na super, jetzt müssen wir wieder so weit laufen. Meine Güte. Gut, hoffentlich verläuft das nächste Level einfacher. Beziehungsweise professioneller, weil das, was wir hier gerade gemacht haben, das war ja richtig schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schlecht gespielt, schlecht gemacht, schlecht überlegt und so weiter. Das war einfach richtig schlecht. Ach, da müssen wir jetzt hin, da wo wir vorher nicht hin konnten. Okay. War ja irgendwie klar, dass jetzt hier noch ein Panzer kommt und versucht, irgendwie uns aufzuhalten. Ich meine, warum muss ich denn den Panzer zerstören? Ich meine, ich könnte jetzt hier einfach darüber gehen und wir hätten trotzdem unser Ziel erfüllt. Beziehungsweise unsere Aufgabe. Das ist halt das Bild, dass der wegfährt. Das ist richtig schlecht. Bin jetzt auch gespannt, wo der hinfährt.
aber irgendwo dahin, wo ich nicht bin, und das ist schlecht. Ich fliege jetzt irgendwo nach oben, ja. Kann ich das MG gar nicht bemannen? Doch, geht. Holy shit. Wo ist denn der? Der Fuß kommt jetzt hoch. Vielleicht? Oh oh. Ganz schnell hier weg. Ganz, ganz, ganz schnell hier weg. Ich meine, er sucht uns immer noch, aber das kann er ruhig. Sag mal, kriegt er dadurch keinen Schaden oder wie, wenn man nicht drauf schießt? Das gibt's ja nicht. Schieß doch hier voll drauf. Aber da passiert rein gar nichts. Super. Ja, ein bisschen scheiße, dass er wegen jedem Sturz Schaden kriegt. Oder das gefällt mir in dem Spiel zum Beispiel gar nicht. Wegen jeder kleinen Stufe kriegt er Schaden. So, hören dürfte es uns eh nicht. Ist klar, Junge, wie hast du uns denn jetzt bitte gesehen? Jetzt aber, komm. Endlich kaputt. Jawohl. Das ist down. Meine Güte. So, jetzt können wir hier endlich verschwinden. Hoffe ich. Aber sieht gut aus. Neutralisieren, was soll ich denn hier noch neutralisieren? Vor allem, was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Die ganze Arbeit habe ich gemacht und ihr fahrt irgendwie noch blöd rum. Oh mein Gott. Gut. Ich habe Fort Refugio erreicht. Der Informant ist unsere einzige Spur. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Die Alliierten hielten diesen Ort bereits 41 während der Operation Compass. Darum kenne ich den Grundriss. Die Festung klebt an einem Felscliff, uneinnehmbar für eine Armee. Aber ein Einzelkämpfer sollte einen Schleichweg hineinfinden, sobald ich an den Suchscheinwerfern vorbei bin. Sogar nachts sind die Achsenmächte auf den Beinen. Es wäre Selbstmord, mein Gewehr einzusetzen, solange ich hier unten bin. Und selbst dann, wenn man mich hört, werden sie Verstärkung anfordern. Ein Sturm zieht auf. Der kommt mir gerade recht. Oh, ich habe so ein ganz doofes Gefühl bei der Mission. Also ich glaube, die wird jetzt so ähnlich verlaufen wie
die gerade eben. Wir werden jetzt hier erstmal das Gewehr hier mitnehmen. Das Gewehr anpassen. Können wir das schon? Nee, können wir nicht. Gut, die Thompson nehmen wir auf jeden Fall mit. Panzerschreck, nee. Nee, das machen wir nicht. Gut, Bewaffnung haben wir ja gerade gemacht. Gut, dann starten wir und hoffen, dass wir das gut über die Bühne bringen. Ich bin sehr gespannt. Na, schaut ganz schön gut befestigt aus. So, da bin ich jetzt gespannt. Gut, wenn ich töten muss, dann lieber leise. Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Weil wenn wir jetzt hier irgendjemanden schnurstracks abknallen, dann wird es hier richtig übel, glaube ich. Vor allem, wenn die Festung hier so gut befestigt ist, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Ich schätze, da wird mich sehen, wenn ich mich jetzt hier anschleiche. Ich probiere jetzt mein Glück und schmeiße jetzt einfach mal einen Stein hin und hoffe, dass er kommt. Ich glaube, er hat es nicht gehört. Puh, gut, den ersten haben wir schon mal. Okay. Aber für die Pistole haben wir immer ganz schön wenig Munition dabei. Ist mir gerade eben so aufgefallen. Da haben wir einen. Hier oben haben wir zum Glück keinen, das ist angenehm. Da kommt ein Fahrzeug. Das ist scheiße. Das ist richtig schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt hier noch ein Fahrzeug reingefahren kommt. Da kommt jetzt nicht noch eins. Nee. Hier sind auch zwei, die habe ich schon gesehen, aber ich glaube, die müsste ich fast in Ruhe lassen. Das ist bestimmt nicht vorteilhaft, wenn die dann bemerken, dass wir hier sind. Ich markiere die mir mal trotzdem, für den Fall, dass die irgendwie dann anfangen, das Gebiet zu durchkämmen. Dass wir da auf jeden Fall Bescheid wissen, dass da irgendjemand kommt. Ich fände es auch geil, das müsste ich dann vielleicht mal nachgucken, ob das geht, dass man auf seine Thompson einen Schalldämpfer draufhaut. Das geht bestimmt. Gehen wir jetzt hier mal ganz schön fix hoch. Jawohl, da ist eine Scharfschützenposition. Ob die mir jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall sicherer als hier. Diesen Seitenweg einzuschlagen, denke ich mal. Kommen wir hier weiter irgendwie? Erstmal hinlegen. Das Problem ist halt, dass jetzt hier zwei sind.
Da wäre es, glaube ich, auch sinnvoller, wenn wir einen Stein nehmen. Den Stein irgendwo hinhauen. Aber am besten, wenn der nicht guckt. Cos'è stato? Gut, jetzt guckt mal. Niente da riferire. Che diavolo? Gut. Sehr gut. Das hat gut funktioniert. Da bin ich ja fast schon stolz auf mich selbst. Wohl Eigenlob stinkt, aber das war jetzt richtig heikel hier. Diesen Suchscheinwerfer, den sollten wir deaktivieren, aber ich sehe da jetzt noch keinen Sinn darin. Wenn wir hier erstmal schauen müssen, wie wir hier reinkommen. Also den direkten Weg können wir auf jeden Fall vergessen, das ist schon mal klar. Aber hier scheint es nicht weiterzugehen, ne? Ja, das ist doof. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier durch das stark bewachte Camp durch, oder wie? Das ist jetzt richtig schlecht. Da bin ich jetzt gespannt, wie das funktionieren soll. Der guckt uns gerade an, das ist schlecht. Bin gespannt, ob du zu uns rüberkommst. Oh, ich sehe, wir haben keine Zeit mehr. Dann mache ich hier nochmal einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.